So, herzlich willkommen zur Folge 1. Also Folge 0 gab es ja schon, ne? Da haben wir vorgestellt, wer wir eigentlich sind, wo wir herkommen, warum wir euch jetzt was in diesem Podcast erzählen zum Thema Google Ads, zum Thema Google Analytics, Tracking und all die anderen, ja, neuen Themen und vor allem auch Entwicklungen, die es da gibt. Und in der ersten Folge schauen wir einmal auf das Thema oder auf die Fragestellung, was ist denn eigentlich Google Ads, ja, und was ist der Status quo? Ja, und da fangen wir doch einfach mal an. Ich skizziere nur einmal ganz kurz die Geschichte von Google. Google wurde als Firma ja 1998 in Kalifornien gegründet und hatte halt einen Ansatz, die Suchmaschinenwelt und die Nutzung des Internets einfach als quasi Einstiegspunkt zu revolutionieren. Und ich denke, da ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagen kann, das hat Google tatsächlich geschafft. Ja, also wir haben Marktanteile von der Suchmaschine Google weltweit von 90% und teilweise mehr. In Europa haben wir über 90%. Es gibt international ein paar Märkte, wo wir dann eben etwas weniger an Marktanteil haben. Ja, das ist vor allem China und Russland. Da ist dann eben aber auch vieles staatlich entsprechend reguliert. Ne, da sind dann eben Yandex oder Baidu die häufigere genutzte Suchmaschine. Ja, aber wir können sagen, hier für unseren Dachraum, generell Europa, kommt man quasi nicht an Google vorbei, auch wenn man vielleicht Vorbehalte hat gegenüber Google, aber man kommt als Unternehmen nicht daran vorbei, wenn man in einer Suchmaschine sichtbar sein möchte, eben auf Google sich zu konzentrieren. Ne, dafür sind die Marktanteile einfach schon jetzt seit 15 Jahren, ne, ich habe jetzt das nicht genau vor mir, aber locker seit 15 Jahren sind die sehr konstant und eben sehr, sehr hoch. Ja, hinterfrage gerne auch mal dann dein Nutzungsverhalten, ne, ob du eben auch einfach Google benutzt, weil es extrem simpel nutzbar ist, weil es schnell funktioniert, weil es gute Ergebnisse liefert. Und das ist dann eben auch das Erfolgsgeheimnis. Ja. Und inzwischen ist Google ja ein alltäglicher Begleiter. Wir haben ja nicht mehr nur die Suchmaschine, sondern wir haben Google Maps als komplettes Navigationssystem. Wir haben die ganze Google Android App-Welt, ja, also ein Smartphone-Betriebssystem mit den ganzen Apps drumherum. Wir haben YouTube, was zu Google gehört. Ja, und auf all diese Themen kommen wir auch im Laufe des Podcasts immer wieder zurück. Ja, heute soll es ja hauptsächlich um diesen Teil Google Ads gehen. Und Google Ads ist aus der Unternehmenssicht gesehen von Google, ja, die Cash Cow, ne? Also damit verdient Google eben das Geld. Und die anderen Dienste drumherum, die werden ja oft kostenlos angeboten. Und na, das, was Google wirklich eben als Umsatzquelle hat, das ist eben die Werbung. Ne? Das sind die Werbeanzeigen. Jetzt ist ganz wichtig noch zu unterscheiden. Es gibt halt die SEA, ne? Das ist dieser Part Google Ads, der früher AdWords hieß. Ja, da kommt also Google her. Sie haben im Prinzip auch dieses Thema revolutioniert. Andere Suchmaschinen hatten bis zu diesem Zeitpunkt quasi keine Monetarisierung. Und Google hat angefangen, eben dieses Werbemodell sich zu überlegen. Und auch bis heute ist das natürlich eines der zielführendsten Marketingmechanismen, weil wenn du als Nutzender auf Google nach etwas suchst, ja, und gibst zum Beispiel Winterreifen ein, dann ist es natürlich extrem zielgerichtet, wenn dir ein Händler eine Anzeige schaltet und eben darauf hinweist, dass man Winterreifen für das Auto bei dir kaufen kann. Ja, und das gibt eigentlich kaum ein besseres System. Ja, da gibt es diese Begriffe Push- und Pull-Marketing, ja, also holt sich der Konsument im Prinip einfach die ja, Informationen, die er wünscht, ne? Also gibt er wirklich bei Google zum Beispiel diesen Begriff Winterreifen ein und bekommt dann entsprechend dafür auch passende Ergebnisse. Ja, also auch Shoppinganzeigen wird er mit großer Wahrscheinlichkeit sehen, wo er direkt ein Bild sieht, einen Preis, eine Verfügbarkeit, der Händler, der das verkauft, etc. Ja, oder ist es ein Pull-Marketing, wo im Prinzip dann eher sozusagen der Nutzer versucht wird, gezogen zu werden. Ja, also wird er letztendlich wirklich passiv angesprochen. Da haben wir das ganze Thema Display-Werbung. Wir haben Facebook auch als Werbung, ne, heißt er als Meta. Wenn dort Werbung geschaltet wird, dann erreicht man die Nutzer nicht aktiv in einem aktuellen Nutzungsverhalten und einer Intention, die der Nutzer hat, sondern es wird eben passiv versucht, den Nutzer zu erreichen, durch Interessensgebiete, durch gewisse Signale, die vorher stattgefunden haben, versucht man eben als Werbetreibender diese Zielgruppe einzugrenzen. Ja? Diese Kanäle haben wir ja in Google Ads auch, ne? Also das ganze bezahlte System, wie gesagt, AdWords war das historische Programm, was sehr erfolgreich geworden ist, was eben, wie der Name schon sagt, sehr textbezogen war. Also da ging es dann wirklich nur um reine Textanzeigen.
Inzwischen heißt das Programm ja Google Ads, ne? Also man hat das Words gestrichen, hat es einfach nur für den englischen Begriff Werbung, ne, oder Anzeigen deklariert. Und wenn wir uns Stand jetzt Ende 2022 im Prinzip dieses Google Ads Programm einmal anschauen, dann ist das Suchnetzwerk immer noch wohl das häufigste verwendete Kampagnentypus, ne? Also das ist das, was eben die Nutzer oder die Werbetreibenden am häufigsten benutzen, um Werbung zu schalten. Aber darüber hinaus gibt es eben noch eine Menge anderer Kanäle. Ne? Wir haben YouTube, was inzwischen eine millionenfache Aufrufzahl pro Tag hat, ne? Also wo wir einfach weltweit sehr viele Millionen Nutzer erreichen können. Wir haben Google Maps, wo wir Werbung schalten können. Wir haben Google Mail, ne, als kompletten Maildienst. Wir haben das ganze Thema Discovery, ne, das sind diese Smartphone-Feeds, die du auf deinem Android-System zum Beispiel hast. Wenn du einen neuen Tab öffnen willst im Chrome-Browser auf deinem Smartphone, dann bekommst du den sogenannten Discovery-Feed angezeigt. Auch eine riesige Reichweite, und auch da kannst du dann eben entsprechend Werbung schalten. Ja, und dann haben wir natürlich noch viele weitere Kanäle. Das Google Display-Netzwerk, das erreicht statistisch gesehen 96% aller Deutschen, die im Internet online unterwegs sind. Und ja, das sind im Prinzip dann Webseiten von ganz kleinen privaten Webseiten bis zu richtig großen Konzernwebseiten, die alle einen Werbeplatz für Google bereitstellen. Ja, das ist dann zum Beispiel das Programm Google AdSense. Ja, da kann man sich als Werbetreibender registrieren, kann sagen, hey Google, ich möchte gerne Werbeanzeigen auf meiner Webseite veröffentlichen, und wenn dann jemand auf meiner Webseite auf diese Anzeige klickt, bekomme ich dafür eine Klickprovision. Ja? Der Werbetreibende bezahlt natürlich dafür entsprechend dann einen Klickpreis. Ja, und so haben wir dieses Google Ads-System, hat sich eben so breit diversifiziert und entwickelt, dass wir eben weit weg sind von diesen reinen Suchkampagnen, sondern wir sind auch schon viel im automatisierten Bereich. Stichwort dynamische Suchanzeigen, wo Google deine Seite automatisch durchsuchen kann und selbst entscheidet, welche Suchbegriffe könnten passen, dass ich diese Webseite entsprechend bewerbe. Ne, kommen wir auch in einer anderen Folge dazu. Ja, und das sieht man auch an der Entwicklung dieser sogenannten maximalen Performance-Kampagne, oder auf Englisch ist es die Performance-Max-Kampagne. Ne, das ist im Prinzip dann das Pendant. Und das ist im Prinzip eine Art Sammelsurium von allen Google-Kanälen. Ja, also ich kann einen Kampagnentypen anlegen, kann dort Texte, Bilder, Videos und ja, eben mit den Texten Beschreibungen und Titel einpflegen, gebe Google ein Budget mit und ein Ziel mit, ja, und dann beginnt Google quasi über das gesamte Google-Netzwerk in allen Kanälen meine Werbung auszuspielen. Ja, das können lokale Kampagnen sein, die jetzt zum Beispiel dann eben in diese Performance-Max-Kampagnen integriert werden, also die kann ich zukünftig nicht mehr nutzen. Das können gewisse smarte Kampagnen sein, aber dieser Performance-Max-Typ ist letztendlich eben so ein Sammelbecken, und ich habe auch relativ wenig Transparenz. Ne, ich habe für Werbetreibende, die sich damit nicht beschäftigen möchten im großen Umfang oder eben auch nur ein sehr kleines Budget haben oder ihr Geschäft eben für 5 Euro am Tag ja, sichtbarer machen wollen, da ist das ein sehr guter Kampagnentyp. Darüber hinaus muss man es tatsächlich testen. Ja. Kommen wir auch noch dedizierter zu dem Thema Performance Max. Ja, wichtig ist da tatsächlich auch mitzunehmen, dass Google nicht diese anderen Kampagnen dafür abschaffen wird. Ja, also es wird weiterhin reine Suchkampagnen geben, es wird reine Display-Kampagnen geben, die ich aufsetzen kann, es wird reine Shopping-Kampagnen geben, die ich aufsetzen kann. Aber gewisse Untertypen an Kampagnen werden von Google jetzt gerade zwangsweise umgestellt. Ja, das soll bis zum September abgeschlossen sein, also passend direkt vor dem Weihnachtsgeschäft soll das alles umgestellt sein. Aber die anderen Kampagnen, also Standard-Display-Kampagne, Standard-Shopping-Kampagne, eine reine YouTube-Kampagne, die bleiben weiterhin bestehen. Die könnt ihr auch weiterhin nutzen. Ja, ich würde sagen, das war so für die erste kurze Folge. Was ist eigentlich Google Ads? Wo ist der Status Quo? Ne? Also Google Ads ist das Werbeprogramm. Status Quo ist im Prinzip dann, dass wir in diversen Kanälen unterwegs sind, dass Google einfach inzwischen eine extrem große Reichweite hat über die verschiedenen Kanäle, die zu Google gehören oder wo Google Werbeplätze hat. Und ich kann zentral über dieses Google Ads-System fast alle Werbeanzeigen steuern. Ja, das Thema SEO, ne, also Suchmaschinenoptimierung, das ist also die unbezahlte Sichtbarkeit auf Google. Auch da kommen wir dann in einer anderen Folge dazu. Aber
Das ist komplett getrennt von diesem bezahlten Bereich Google Ads. Gut, dann sind wir mit der ersten Folge durch. Schreibt gerne Feedback, Anregungen, Ideen, Themenwünsche an podcast@masterofsearch.de und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.